Hallo, meine Freunde. Willkommen zurück zu Workers Resources Soviet Republic. Mein Name ist Genosse Gardarol und ich freue mich, dass ihr wieder so zahlreich erschienen seid. So, wir müssen mal eben kurz folgende Dinge machen. Wir brauchen einen Zug, der hier unser Getreidelager anfährt. Aber ich bin irgendwie nicht so ganz glücklich, wie das hier mit der Streckenführung ist. Deswegen, da oben kommt der eine Zug gerade angefahren, würde ich mal Folgendes vorschlagen. Wir machen das hier nochmal kurz neu und in schön. Wobei ich nicht weiß, was man hiervon wegbauen darf, ohne dass da irgendwas passiert. Wir versuchen das mal sehr, sehr vorsichtig. Wir gehen mal hier auf Gleise legen. Entfernen mal das Stückchen hier. Nein! Das sollte genau nicht passieren. Ja, weil jetzt haben wir das Problem, dass der Zug da oben, der verliert in der Tat sofort die Strecke, wenn sowas passiert. Das ist echt ein scheiß blöder Bug, um das kann man nicht anders sagen. Ich habe auch keine Ahnung, wie wir das jetzt wieder beheben können. Ich glaube, wir müssen den Essens Depot fahren lassen und dann die Strecke nochmal neu berechnen oder so. Ich glaube, anders geht's nicht. Gucken wir mal. Ne, jetzt hat er das erkannt. Sehr gut. Gut. Das heißt, und dann können wir mal eben kurz diese Strecke nochmal anders definieren. Und zwar würde ich gerne schon ziemlich viel hier von unseren Strecken auch zweigleisig machen wollen. Aldi, Lidl, Kombi, Selex. Wir müssen ja da unten irgendwo wieder dran dann irgendwann. So, das müsste auch funktionieren, ohne dass der Zug da oben sein Ziel verliert. Dili-di-di. Wo ist er denn? Er fährt noch, sehr gut. So, und dann können wir nämlich hingehen und dann können wir das hier anschließen. Und das hier können wir hier anschließen und das können wir so anschließen. So, bis hierhin funktioniert's. Dann können wir das hier anschließen. Das funktioniert auch noch. Sehr gut. So, dann brauchen wir einen zweiten Zug. Ein Zug, der die fertigen Lebensmittel vom Bauernhof wegholt. Und da würde ich so eine kleine Nebenbahn machen. Die soll auch ein bisschen günstig sein. Wir haben es echt verausgabt, aber keine deutsche Bahn. Nehmen wir hier den tschechischen Zug. Und dann hier so einen ollen Güterwagen. Nehmen wir den. 33 Tonnen Essen, das soll erstmal reichen. Oder sollen wir sehr optimistisch in die Zukunft? Nehmen wir noch einen zweiten an, wir denken mal sehr optimistisch in die Zukunft. Okay, so und der soll von hier nach da. So, da sollte er eigentlich auch hinkommen. Jawohl. So, und jetzt mache ich mir so ein bisschen Sorgen um das Signalsystem. Wir schauen uns mal kurz an, was zu den Signalen in der Hilfe steht. Wie baue ich Schienen da? So, pass auf. Sie können Eisenbahnsignale mit dem Werkzeug Gleissignal hinzufügen. Möglicherweise möchten Sie Einwegsignale aufbauen. Klicken Sie in diesem Fall direkt nach dem Platzieren des Gleissignals noch einmal, um das Gleissignal in eine Richtung zu ändern. Wenn Sie erneut klicken, wird das Gleissignal umgekehrt geändert. Ein weiterer Klick ändert das Gleissignal wieder in zwei Richtungen. So, das heißt, wir wollen jetzt Gleissignal so. Dann brauchen wir erstmal ein Ausfahrsignal. Und hier ein Ausfahrsignal. Und dann brauchen wir hier ein Blockauflösesignal. Bis hierhin müsste alles passen und der Zug müsste jetzt noch fahren. Das müssen wir immer kontrollieren,
Das System ist ein bisschen zickig, jawohl. Dann brauchen wir hier ein Einfahrtsignal und hier ein Einfahrtsignal. Passt auch. Ihr wundert euch vielleicht, dass ich das so mache, aber wenn ihr es selber spielt, werdet ihr, glaube ich, sagen, ja, ich verstehe, warum er das tut. So, hier brauchen wir ein Ausfahrtssignal. Hier brauchen wir ein Einfahrtssignal. Hier brauchen wir nichts, ne? Nein. Und damit sollte der Zug da unten eigentlich auch schon losfahren. Hätten wir den auf Start gedrückt? Ah, der fährt schon. Wo ist er denn? Da kommt er an. Genau, der kann jetzt hier rausfahren. Und hier hat er noch grün. Dann hier einmal durch. Warte mal, was hat er jetzt? Ah, das ist genau das Problem. Also irgendwas ist hier bei dem Zugverkehr noch nicht richtig. Das habe ich schon mal so ein ganz bisschen Probe anspielen feststellen dürfen. So, der hat jetzt irgendwie, muss der neu berechnen oder ich weiß nicht, was er da tut. Und fährt jetzt nur bis hierhin. Der andere Zug fährt durch. Das funktioniert auf jeden Fall. So, auch das hier hält er jetzt an, ist falsch. Und der fährt nicht rein und der fährt nicht raus. So. Interessantes Puzzle. Was ist hier los? Müssen wir mal gucken. Also. Der gesamte Block hier könnten wir bis hierhin fahren lassen. Der ganze Block hier wird aber aufgelöst. Hier ist ein Signal. Der darf hier ja nicht reinfahren. Stattdessen. Sollte er hier reinfahren, tut er aber nicht. So, dann gucken wir, ob der hier reinfährt. Okay, das funktioniert. Gucken, jetzt belädt der hier. Leckeres Essen, was wir dann... Im Moment kaufen wir die Lebensmittel immer noch zu und jetzt haben wir Selbstversorgung. Sehr schön. Und das ist auch ganz schön wertvoll, wenn wir Nahrungsmittel herstellen. Beladen, warten bis beladen, soll er nicht. Aber der fährt nicht weiter. Oh, 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 was ist das? So, können wir hier irgendwie über das Fragezeichen herausfinden, was hier los ist? Fahrzeug transportiert. Zugplan. Er ist auf dem Weg zum Beladen. Kann hier eigentlich durchfahren. Was möglich wäre, ist, dass er dieses Signal... Ja, aber das ist ja auch Quatsch. Das Einzige, was wir vielleicht machen müssten, wäre das hier auch als Block markieren. So rum. Nö. Und der hier fährt auch nicht weiter.
Hier gibt es auch keinen Hinweis, was da möglicherweise nicht funktioniert. Kann es sein, dass ich möglicherweise nicht überall elektrische Trassen genommen habe? Aber da müsste der Dieselzug ja fahren. Und der hat jetzt auch ein Problem irgendwie. So, der fährt ja hier nicht weiter, ne? Und ich sehe aber überall hier... Das haben wir ja auch schon in Train- und Transport-Fieber, ne? Dass man irgendwie so ein bisschen... So ein bisschen da mal was fehlt. Pass auf, da machen wir Folgendes. Wir machen mal... We dump it down. Wir entfernen die Was ist jetzt los? Tja, jetzt ist das Spiel abgestürzt. In dem Moment, wo ich hier das Gleis entfernen wollte. Gucken, ob das hilft. Warum fährt er denn nur bis dahin, ne? Ist auch so eine Frage. Also jetzt muss er ja dieses Gleis hier nehmen. Aber auch das scheint nicht zu helfen. So, ich nehme euch mal mit in dieses Debugging, weil ich finde, das gehört auch dazu, dass ihr seht, wie soll ich sagen, also wenn es da irgendwie, also ich will jetzt nicht sagen, dass es hier Probleme gibt, aber es gibt ja mal Leute, die gerne schreiben, du bist zu doof, dies und jenes zu tun. Dass man auch mal dabei ist und da miterlebt. Dass es möglicherweise wirklich nicht so einfach ist. So, jetzt die Strecke komplett neu gebaut. Jetzt hält er wieder hier an. Es gibt für ihn also einen Grund, hier genau in diesem Stück hier anzuhalten. Ja, wohlgemerkt fährt ja auch nicht raus, ne? Ja, der soll aber weiterfahren. So. So, das kam aber auch erst, als wir irgendwie diese ganzen anderen Sachen da dran gebaut haben, ne? Und diesen Teil erkennt er nicht mehr irgendwie. Ich könnte mir vorstellen, dass es einen kleinen Trick dafür gibt. Und zwar, dass wir ausgehend von einer bereits bestehenden Linie mal ganz kurz hier eine Umgehung bauen. Und der darauf basierend dann den Weg wieder zurückfindet. Nein, jetzt hält er sogar hier vorne an. Das heißt also, Änderung an der Strecke, wenn die einmal besteht, mag er gar nicht. Das ist natürlich das Problem... aufmacht, wie man dann jemals an Strecken irgendwie umbauen soll. Wir können auch mal versuchen, mit einem Lichtsignal zu eruieren, ob hier überhaupt irgendwie Zug erkannt wird. So, der hat grün.
Vor allem was komisches ist, der hier sagt grün. Pass auf, jetzt fährt er da ran. Ja, also Änderung einer bestehenden Strecke ist, glaube ich, tödlich. Ich würde mal versuchen, dass wir das irgendwie hinbekommen. Offscreen. Und werde euch dann hoffentlich berichten können, woran das lag. Weil ihr seht, das ist halt noch nicht so ganz hundertprozentig das Spiel, aber es macht auf jeden Fall Spaß. Ich wollte euch einfach mal zeigen, auch, dass es diese Fehler gibt und weil immer gesagt wird, das kann ja nicht sein, dass das irgendwie so komplex ist und so weiter, aber ihr seht, das ist halt noch ein bisschen fummelig, aber es macht riesig Spaß und guck mal, wie schön das auch aussieht, ne? Das ist alles so, wir haben das jetzt entworfen und das soll halt auch so sein und das ist toll. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.